Allerdings, also es ist natürlich einerseits eine riesige Entlastung, wenn einem dieser schwere Brocken nicht mehr auf den Schultern liegt. Das ist ja doch wirklich eine Jahrhundertbiografie, die einzigartig ist und die vor allen Dingen ja wirklich ein ganzes Jahrhundert fast dauert. Da gibt es sehr viel zu erzählen. Und zum anderen ist natürlich großartig, wenn man am Ende seines Berufsweges, seiner Karriere, also mit so einer Geschichte abschließen kann. Ja, das ist erstmal schon die Grundfrage. Ja, macht man es chronologisch, wirkt ein bisschen gehabt und herkömmlich. Ich habe schon mal ein anderes Buch gemacht, eine Biografie über Jesus. Da habe ich das ein bisschen anders geschnitten. Und in dem Fall haben wir gedacht, nee, chronologisch wäre eigentlich ganz. Wäre schon das Richtige, dass man in der Zeit drin ist, nicht immer so auch wieder herausgerissen wird, verunsichert ist, sondern dass man wirklich mit der Person ab dem Tag seiner Geburt mitgehen kann, also eine Reise macht, eine zeitgeschichtliche Reise erstmal und zum anderen aber auch, was mit Ratzinger her möglich ist, wie mit kaum jemand sonst eine spirituelle Reise als. Nicht nur als Theologe, als hoher Theologe, sondern auch als jemand, der sich als Schüler, dann als Student, also langsam in diesen Weg hineinbegibt, immer auch selber die Fragen stellt, kann ich das für mich akzeptieren, der jedes Dogma auch für sich durchdenken und sich erst dann aneignen kann und der auch vor dieser existenziellen Frage steht, kann ich Priester werden, ja? Kann ich den Zölibat halten und sowas, ja. Und ich glaube, auf dem Weg lernt man auch nochmal viel über das vergangene Jahrhundert kennen, auch über die Drangsale, über die Erfahrungen aus diesem Jahrhundert, die Ratzinger gezogen hat. Und von daher ist die Chronologie wirklich das Angemessene. Es gab noch keine Biografie bislang, die wirklich sein Leben und sein Werk in zwei Buchdeckeln gebracht hat. Und zwar in einer nicht theologischen, sondern journalistischen Form, in erzählerischer Form, um damit einerseits seinen Weg nachfolgen zu können und andererseits auch so ein Kompendium zu haben, seines Schaffens, das ja eigentlich kaum mehr zu überblicken ist, seine Hauptthesen herauszuarbeiten. Und da gibt es natürlich sehr viel Neues, weil zum einen hatte ich diese große Chance und Möglichkeit, mit dem Protagonisten selbst lange Gespräche zu führen, über viele Jahre hinweg, also eigentlich schon begonnen, auch als Kardinal, natürlich noch nicht mit der Absicht, eine Biografie zu schreiben, aber in seinem Amt habe ich dieses Werk begonnen. Er war einverstanden damit und hat sich also bereit erklärt, da mir frei alle Fragen zu beantworten. Und wir haben ja so viele Klischees über Ratzinger, ja? Also das liegt natürlich auch daran, dass er einerseits eine Reizfigur war und zum anderen sehr früh abgestempelt war. Das heißt, wir haben immer dieselben Erzählungen. Es war also eigentlich gar nicht mehr so spannend, weil er war in einer Schublade drin. Aber dann nachzufragen, die vielen Details, auch zu sehen, Moment mal, das ist ja keine Karriere, die irgendwie so gerade nach oben verläuft, wie man gemeinhin gedacht hat, so eine innerkirchliche Karriere immer gefördert, weil er gewissermaßen den Weg der Kirche geht. Nee, so war es ganz und gar nicht. Es gab wirklich dramatische Situationen. Sein Weg war oft an der Kippe und am Abgrund förmlich. Und das Neue erschließt sich auch, wenn man also diese sogenannten Skandale nochmal seziert, richtig aufschlüsselt, um dann zu sehen, was ist eigentlich dran an Fatidix? Was ist dran an der Williamson-Affäre? Was ist dran auch am Rücktritt, ja, über den es ja noch immer fast gespenstische Erzählungen gibt von Erpressung und so weiter. Also all dies wird in diesem Buch gründlich aufgearbeitet. Sie
Das beginnt eigentlich schon als Schüler. Als Schüler im bischöflichen Seminar untergebracht in Traunstein im Internat, wo man als gewissermaßen als Bischofszögling Spießruten laufen musste, in einem Spalier der Hitlerjungen, die einem als schwarze Schweine beschimpft haben und für euch wird es nach dem Endsieg ja überhaupt keinen Platz mehr geben. Also euer Berufsziel ist null und nichtig. Ja. Das geht weiter schon als Kaplan, als er einen aufsehenerregenden Aufsatz geschrieben hat über die Situation der Kirche damals und eine Entweltlichung gefordert hat. Also da hat es eine Riesenaufregung gegeben. Also er wäre auch fast nicht Professor geworden mit einem Lehrstuhl. Der damalige Bischof wollte ihm das nicht mehr zusagen. Ja. Schon mit dem Schreiben seiner Habilitation stand er am Abgrund, weil der Zweitprofessor ihm beschieden hat. Also der wäre damit komplett durchgefallen. Er könnte sich also den Professor quasi abschminken und, und. Also auch im Konzil war es schwierig, ja, wenn ein junger Theologe, 35 Jahre alt, auftritt gegen die Nomenklatura im Vatikan und sagt, also eure Papiere, die ihr vorbereitet habt, die werden wir so nicht akzeptieren können. Ja. Das war sehr aufwendig. Ich bin ja bin weder Theologe, noch bin ich Historiker, aber als politischer Journalist war mir auch klar, dass so ein Leben, so ein Werk, die Entscheidungen, die damit verbunden sind, die Haltung, die man dann hat, nur verständlich werden, wenn man sie in das zeitgeschichtliche Geschehen einbindet. Sonst, also wer kann beispielsweise sonst die Auseinandersetzung um die Befreiungstheologie verstehen, wenn man das nicht auch darstellt? Ja? Oder wer kann die große Wirkung des Konzils verstehen, wenn man nicht auch zeigt, wie Kirche vorher war, was im Konzil umkämpft war, letztlich beschlossen wurde. Oder auch diese großartige Chance der Stunde Null nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Aufbruch, wo Ratzinger also begeistert war, jetzt gewissermaßen mitarbeiten zu können für ein neues, demokratisches, friedliches und natürlich auch religiöses Deutschland, ja, mit den ganzen mit der Literatur, die er damals gelesen hat, mit der Philosophie, die gezündet hat, neu und so weiter. Ja. Und natürlich auch mit den Freunden, die er hatte, ja, mit den Personen, mit denen er sich umgeben hat, wo auffällig viele wirklich quere Gestalten, kontroverse Menschen dabei waren, viele Konvertiten auch, also lauter unabhängige Denker eigentlich. Ich glaube, die Haupterkenntnis wird sein, dass man sehen kann, dass das vielfach gepflegte Bild von Ratzinger nicht der Wirklichkeit seines Lebens entspricht. Dass wir hier eine noch immer verkannte Persönlichkeit haben, also insbesondere in Deutschland verkannt. Also er ist ja nicht weltweit verkannt, er ist ja mit seinen Millionenauflagen eigentlich der meistgelesene Theologe unserer Zeit, vielleicht sogar der ganzen Neuzeit. Und man wird einen Menschen entdecken, den man anders abgespeichert hat. Ja? Also auch mit seinen Schattenseiten, ja? Auch mit seinen Fehlern, ja? Aber vor allen Dingen auch mit seiner Liebenswürdigkeit, mit seiner Demut, mit seiner Einfachheit, mit seiner Heimatliebe, mit seiner Menschenliebe. Und in seiner Unkompliziertheit und vor allen Dingen auch ja, diese unfassbare Begabung, muss man fast sagen, in der Genialität liegt, also auch komplizierte Dinge so ausdrücken zu können, dass sie auch also nicht studierte Menschen begreifen können und das in einer Sprache, die einen poetischen Klang hat.
Ich glaube, das muss man historisch betrachten auch. Wann hat es begonnen? Ja? Also Ratzinger galt ja tatsächlich am Anfang als, ja, mit diesem Aufsatz, den ich vorher erwähnt habe, sogar als Linkskatholik, ja? Als moderner Theologe, der also mit einer neuen Zugang zum Christentum seine Studenten unterrichtet. Er war als junger Professor in Bonn der neue Stern am Himmel der Theologen, ein modern denkender Wissenschaftler. Und auch seine Beiträge zum Konzil haben diesen Ruf gestärkt. Ja. Er war aber nie ein Theologe, der gegen die Kirche argumentiert hat, sondern immer nur mit ihr. Ja. Das unterscheidet ihn von anderen sogenannten Progressiven. Und er hat sich sehr wohl als progressiver Theologe verstanden, bloß damals war der Begriff progressiv noch anders definiert, nämlich als etwas, was nicht irgendwie statt dem alten Haus ein neues baut, sondern das alte Haus auf den Fundamenten aufbaut und den Glauben nicht entkernt, sondern wieder zu seinem Kern bringt. Und eine Wende in dem Image von Ratzinger begann in der Nachkonzilszeit, ja, wo er sehr früh auch gemahnt hat, aufgestanden und sagt, nee, also hier wird versucht, die Ergebnisse des Konzils, das, was die Väter wirklich wollten, zu instrumentalisieren für etwas, was das Konzil, dem er ja als Berater angehört hat, so nicht wollte. So, und es hat ihn zunehmend also in eine Gegnerschaft auch gebracht zu Gruppierungen um Hans Küng. Und er wurde dann, wie es auch in anderen in politischen Systemen so geschieht, als Renegat, als Verräter abgestempelt, der er nie war. Er hat das Konzil immer verteidigt, eigentlich genauer und präziser als also irgendwelche sogenannten fortschrittlichen Kräfte. Und aus dieser, das war auch eine theologische, historische Auseinandersetzung zwischen zwei Lagern, zwei Kräften, hat sich also das Bild genährt, also er wäre gewissermaßen jetzt von dem einen Lager der Progressiven in das Konservative umgestiegen, was nicht stimmt, ja, weil man kann sehr früh auch sehen, das ist also die Lehre Ratzingers, das beginnt also schon mit seiner Habilitation, mit der Doktorarbeit und vor allen Dingen auch mit seinem Klassiker Einführung in das Christentum von 1968. Das zeigt, es ist eine Linie. Ja. Eigentlich nicht. Ich meine, es waren ja immer auch ganze Scharen von Journalisten drauf angesetzt beim Spiegel und anderen Medien, die versucht haben, da irgendwas zutage zu fördern. Also hat der Leichen im Keller, ist er vielleicht homosexuell und hat da eine Geschichte zu verbergen und so weiter. Was gibt es sonst noch über ihn quasi zu enthüllen? Also über Ratzinger gibt es gewissermaßen nichts anderes zu enthüllen als das, was man mitteilen kann. Da hat auch nie irgendjemand versucht, irgendwas zu verstecken. Also die einen haben ihn ziemlich schwarz gemalt und dann gibt es natürlich auch Anhänger, die haben ihn ziemlich weiß gemalt. Die Wahrheit liegt ja immer in der Mitte. Aber ja, also was zum Beispiel so nicht bekannt war, ist seine Verliebtheit als junger Theologe in München-Fürstenried. Da waren zuerst mal auch Studentinnen im Hörsaal und wenn man die Bilder sieht aus dieser Zeit, ich meine, er war ein fescher Kerl, ja, er war ein sensibler, junger Mann, gut aussehend, romantisch veranlagt, so wie man zieht auch natürlich Mädchen und Frauen an und da hat er auch gestanden, da hat er also wirklich lange Zeit auch mit der Entscheidung gekämpft, ob er richtig wählt, wenn er den Priesterberuf wählt und auch Kommilitonen haben ihn da gesehen, also durch den Park wandern, Hände auf dem Rücken und er hat da über viele Wochen, Monate mit dieser Entscheidung gerungen. Naja, also ewig gestriger, das verbietet sich ja von selbst, also wenn man anschaut, welchen Mut er auch immer hatte, Dinge zu tun, die vor ihm
noch niemand getan hatte. Ich meine, Hans Küng hat ihm immer Angst unterstellt. Also wird aus Angst, wird er Angst vor Neuerungen, Modernisierung, wird er alles versuchen, so zusammenzuhalten. Nee, er hat die Quellcodes schützen wollen, die Grundfesten zusammenhalten in der Zeit, wo alles so auseinandergeflogen ist. Ja. Angst hat er nicht und er ist weder ein Revolutionär, also weil solche Begriffe in dem Umfeld, in der Welt der Religion irgendwie schwierig auch anzutreffen sind. War Christus revolutionär? Ja? Er war natürlich einerseits revolutionär, aber er hat es ja nie als politischer Revolutionär verstanden. Und Ratzinger ist ein Erneuerer des Glaubens, das kann man wohl sagen, weil er versucht hat, mit einer neuen Sprache, mit neuen Zugängen zur Botschaft Christi, diese in unsere Zeit zu bringen. Und in dieser Aufgabe, die er sich von Anfang an gestellt hat, weil er hat gesehen, er hat schon seine eigene Begabung früh erkannt und er hat einen Drang gehabt, also, wenn ich was erkannt habe, dann musste ich das auch mitteilen. Ja? Das ist ja bis heute so, ja? Sein Mitteilungsbedürfnis. Darin war er also natürlich nie ein ewig Gestriger. Also ich würde ihn, ich glaube ihn, dass in die Geschichte, und das sieht man auch von anderen Reformatoren, die in ähnlicher Weise gewirkt haben, dass in die Geschichte letztendlich als Erneuerer einstufen wird. Naja, also das kann man schon sehen. Jetzt kalendarisch gewissermaßen. Ja. Also er ist ja der erste neu gewählte Papst des neuen Jahrtausends. Ja. Also, aber kein junger Mann gewählt, nicht wie Johannes Paul II., ich weiß nicht, der war ja in den 50ern, er war 76, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Also da kam nicht einer daher, der von dem man irgendwie auch den Eindruck haben könnte, er macht jetzt alles neu und so weiter, sondern da kam jemand, von dem man wusste, er wird also das große Pontifikat von Johannes Paul II. Über die Zeitenwende auch bringen. Er ist genau der richtige Mann dafür, dieses Erbe fortzuführen. Er ist jemand, der auch aus eigenem Erleben mit den tiefen Erfahrungen, insbesondere aus der Nazizeit, aus dem atheistischen System, mit den Erfahrungen des Aufbruchs der Kirche im Konzil, aber auch der schwierigen Jahre der Nachkonzilszeit, auch der Kämpfe im Pontifikat von Wojtyła, ja, die ja heftig waren, das vergisst man ja allzu leicht. Also er trägt also diese Erfahrung und die Geschichte gewissermaßen einer vergangenen Zeit mit und bringt sie in die Neue und dass er auch dann nicht nur Scharnier war, sondern auch gewissermaßen einen Neuanfang möglich hat, das zeigt zum einen der ungeheuerliche Schritt seines Amtsverzichtes, wo er ein Tabu bricht, wo er sagt, nee, es ist jetzt Zeit, da neu zu denken, damit eine frische Kraft jetzt reinkommt. Die Kirche hat sich geändert, die ist so groß wie nie zuvor. Wir haben andere Ansprüche auch zu erfüllen. Und er hat vor allen Dingen eine Christologie geschrieben, die weit in das neue Jahrhundert hineinwirken wird. Also von daher ist er tatsächlich der Mann dieser Zeitenwende, die wir ja jetzt überall erleben. Und auch jemand, der also nicht nur ein Typ von gestern ist gewissermaßen, sondern auch das Tor aufmacht für eine neue Geschichte. Ja, den würde ich erstmal empfehlen, sich Gedanken über ihre Aussage zu machen und dann nochmal genauer hinzuschauen. Es waren immerhin 8 Jahre, das ist also keine ganz kurze Zeit, das ist auch keine lange Zeit, aber in diesen 8 Jahren hat er so viel geleistet, Dinge, die ihm niemand zugetraut hatte. Also zum einen schon dieser nahtlose Übergang in das neue Pontifikat. Also alle, wenn man sich erinnert, alle haben gesagt, also nach einem großen Papst wie Johannes Paul II. Muss doch jeder Neue irgendwie da verschwinden. Der kann ja eigentlich fast nur scheitern. Nee, das Gegenteil war der Fall. Also
Ratzinger hat diesen Aufbruch mitgenommen. Er hat ja also die ersten 4 Jahre also wunderbar gewirkt. Also wenn man sich erinnert, die Plätze waren voll. Weltjugendtag in Köln mit der größten Messe aller Zeiten in Deutschland. In Madrid 1,5 Millionen hauptsächlich Jugendliche, Beteiligte. Also überall, wo er hinkam, hat er mehr Menschen angezogen als noch sein Vorgänger. Also seine Bücher haben die Bestsellerlisten gesprengt. Man sprach von einem Benedetto-Fieber und man hat eigentlich gar nicht glauben können, was dieser nicht mehr junge, sondern in die Jahre gekommene Mann, der ein anstrengendes Leben ja schon hinter sich hatte, der diesen fast unmöglichen Job jetzt innehat, eines Papstes, was der alles leisten kann, dass er also auch Enzykliken schreibt, die also von einer kaum dagewesenen Qualität waren. Ja? Bis hin dann zu diesem ersten Bruch durch die Williamson-Affäre, für die er weiß Gott nichts konnte. Also schon die ersten 4 Jahre waren eine großartige Leistung und dann auch die Bewältigung. Also Bewältigung kann man kaum sagen, weil es nicht bewältigt ist und kaum bewältigbar ist, des Missbrauchsskandals und solche Dinge, die hat er in einer Weise gemanagt, also wie es seinem Nachfolger nicht gelingt beispielsweise. Ja. Also wenn man das mit einem Wort, mit zwei Worten sagen müsste, würde ich sagen, gar nicht. Ja. Also Ratzinger ist ja immer so eine gleichbleibende Maschine auch zum Teil. Ja. Der kann einfach wahnsinnig viel, der hat unglaublich viel abgespeiert, er hat einen hellen Kopf wie sonst was. Und er versucht auch immer so in der Balance zu bleiben, immer so einen Rhythmus zu haben. Ja. Mit dem ist er auch sehr, sehr effektiv gewesen. Das sieht man ja an den weit über 600 Büchern, die er geschrieben hat. Ja. Und ich habe ihn als Kardinal schon kennengelernt, deswegen kann ich es auch vergleichen, war da schon überrascht über seine Einfachheit, über seine Zugänglichkeit. Also bei vielen hochgestellten Persönlichkeiten hat man ja oft so ein bisschen auch so ein Kribbeln und Angst, wenn man den gegenüber, und vor allem bei jemandem, was immer geheißen hat, der ist der Panzerkardinal, das ist ein ganz strenger Kirchenfürst, ja. Also alles andere als das. Und dann war es natürlich schon sehr, sehr spannend, diese erste Begegnung als Papst. Ja. Das war in Castel Gandolfo. Klar habe ich ihn vorher oft im Fernsehen gesehen und so weiter, aber es ist ja nochmal was anderes, wenn man jemand gegenübersteht. Und da war ich schon sehr gespannt, wie er da auftaucht, wie er da anders spricht vielleicht. Man sagt ja auch kleiner Mann, Leute, Papstamt hat einen gewaltigen Nimbus. Ja. Und ja, ich war wirklich baff. Also mir ist dasselbe Josef Ratzinger gegenübergetreten wie vorher, ganz einfach. Ja, Stimme hat sich sowieso nicht verändert, größer ist er auch nicht geworden, höchstens kleiner, vielleicht 1 Zentimeter im Alter wird man kleiner. Nee, es war sehr, sehr angenehm und es war wie immer, ja. Also sind gleich ins Gespräch gekommen und er beginnt dann immer, wenn er eine längere Ausführung hat, kurz nachdenken, ja, und dann legt er los. Also es war wie immer und unser Verhältnis hat sich auch nicht geändert. Ich glaube aber schon, natürlich, wenn jemand dann Papst ist, da tritt man dem schon ein bisschen mit mehr Respekt, habe ich immer gehabt vor seiner Leistung, aber gerade im apostolischen Palast, wenn man da ist, da hat man da schon ein bisschen mehr Ehrfurcht auf auch. Aber ich meine, wir sind ja keine Freunde, ja. Wir sind ja nie Freunde geworden. Ich war immer nur journalistischer Wegbegleiter. Mir war auch wichtig, dass man da eine professionelle Distanz hat. Ja. Hofberichterstattung ist nichts wert. Es geht um Wahrhaftigkeit von Interviews auch, indem man sehr, also wenn man die Bücher liest, wie kritisch ich danach gefragt habe. Also diese Distanz braucht es, aber es braucht natürlich auch eine gewisse Grundsympathie beziehungsweise eine Grundoffenheit, um jemanden kennenlernen zu können. Ich lerne ihn nicht kennen, indem ich immer nur konfrontiere mit irgendwas, was andere Leute sagen. Und aus dieser Art von Begegnung hat sich halt dann auch ein gewisses Vertrauensverhältnis
entwickelt. Also er hat gesehen, ich habe ihn nirgendwo in die Pfanne. Ich stelle ihm aber schon auch kritische Fragen, gegen die er nichts hat, ganz im Gegenteil. Ja. Und ja, so ist das Verhältnis immer gleich geblieben, bis auf das, dass wir beide halt viel älter geworden sind im Laufe der fast 30 Jahre. Ja, also völlig unspektakulär, weil mein Bestreben war, also aus dieser, waren meist eine Dreiviertelstunde und eine Stunde, so viel wie möglich rauszuholen. Ja? Also meine, wenn man da 30, 40, 50 Fragen hat, man kann sich ja ausrechnen, wenn man schon Erfahrung hat mit ihm, dann weiß man, wie lange er spricht. Also dann kann ich sehen, was kann ich da reinpacken in diese Zeit. Und da wollte ich jetzt nicht irgendwie schon so wertvolle Minuten vertun mit irgendeinem Geplänkel. Also es ging immer sofort zu sagen, nach einem kurzen Jahr, wie geht's? Ich habe ihn dann hat er schon, also als emeritierter Papst hat er schon, oder schon vorher, hat er auf die Frage nur immer geantwortet, ja, wie es halt am alten Mann so geht. Ja, damit war die Frage beantwortet. Und es ging also schon los mit dem Gespräch. Und das ich ja immer auch aufgezeichnet habe. Ich habe ihm dann auch so einen Clip daher, weil, wie gesagt, seine Sprache schon immer relativ leise war. Ja, und dann immer der bange Blick auf die Uhr. Wie viele Minuten haben wir noch? Weil, also in dieser Sache ist Josef Ratzinger und Papst Benedikt unerbittlich. Also er überzieht nicht. Ja. Maximal, sagen wir mal, 5 Minuten oder so, die man dann rausschinden kann, aber wenn es Zeit ist, ist Zeit, dann gibt es entweder einen anderen Termin oder jetzt später oder das Essen steht schon bereit. Und also da ist er auch bei Abendterminen, wo man denkt, naja, man könnte jetzt das ausdehnen. Ne? Er ist da sehr diszipliniert, er schöpft sich ganz aus und weiß dann, also das kann man jetzt nicht in ein Gerede auslaufen lassen, in irgendein Daherquatschen, sondern es hat ja auch immer Substanz, was er sagt. Ja, also ich hatte ja schon vorher eine Reaktion. Und zwar, ich habe in, ich weiß nicht, 4, 5 Kapitel aus der Kindheit und Jugendzeit habe ich ihm vorab zugeschickt. Die waren noch in der Rohfassung fast. Aber ich wollte, dass er sieht, wie das Ganze angelegt ist. Auch mit dem Gedanken, ich meine, er ist ein alter Mann, man weiß ja auch nicht, wie alt er wird. Und so hat, vielleicht erlebt er das gar nicht mehr, dass die Biografie erscheint. Und dann soll er zumindest wissen, wie ich damit umgehe, wie ich das mache. Und es hat ihn sehr gefreut. Er hat mich da sehr bestärkt darin, wie ich das mache. Er hat mich gelobt als Erzähler seiner Geschichte und auch als Historiker, gerade auch der Zeit der Bedrängnis der Kirche in der Nazizeit. Und ich wollte ihm dann das erste druckfrische Exemplar persönlich überreichen, aber die Corona-Katastrophe hat es zunichte gemacht. Dann habe ich also per Express, das kam dann wirklich sehr schnell, außergewöhnlich schnell in Rom an. Und dann hat die Hausgemeinschaft auch ein gutes Geschenk gehabt für ihn. Und er hat sich sehr, muss sich sehr, sehr gefreut haben. Also, Erzbischof Genswein hat gesagt, er freut sich ein Loch in den Bauch. Ich kenne den Ausdruck gar nicht, aber drückt also aus, dass es große Freude war. Und er hat am selben Tag, seinem Geburtstag, 16. Wahltag, 19. April, sich noch hingesetzt und sich bedankt für dieses große, schwere Buch. Also wir Theologen eher nicht. Es ist auch nicht so, dass es keine Bücher über Ratzinger gäbe. Aus Theologensicht unterschiedliche Aspekte seines Wirkens wurden da immer auch aufgearbeitet. Es gibt auch eine Biografie eines italienischen Autoren, der Theologe ist. Also mich interessiert immer ein großes Publikum. Ja. Ich habe auch immer als Journalist beim Spiegel, beim Stern, beim SZ-Magazin für ein großes Publikum geschrieben, verständnisvoll, vor allem auch spannend, nachvollziehbar, dass man also nicht gleich wieder aussteigt, weil es so schwer ist oder weil
ja, weil es so langweilig ist, gibt es ja auch solche Bücher. Und gerade bei so einem umfangreichen Werk muss man natürlich extrem drauf schauen, dass so ein dramatischer Handlungsablauf ist, der einem immer auch signalisiert, hey, du weißt nicht, wie es weitergeht. Ja? Das nächste Kapitel enthält nochmal was, was du nicht wissen wirst. Und also es geht um großes Publikum, es geht auch darum, etwas zu erreichen, zu bewirken. Ja? Und das Anliegen ist, mein Anliegen ist, also diesen Weg, diesen Zugang zu dem Werk Josef Ratzingers offen zu halten. Der Zugang wird ja immer wieder von unterschiedlicher Seite zugemüllt und zugemauert, um dann über seinen Weg, über seine schöne Erzählung auch den christlichen Glauben wieder besser kennenzulernen, den Katholizismus kennenzulernen. Ja. Und von daher haben mich die Theologen jetzt eigentlich am wenigsten interessiert, wenngleich auch, wie mir schon bestätigt worden ist, von sehr guten Theologen auch das theologische Werk Ratzingers jetzt so aufgearbeitet ist, dass man es gut verstehen kann und dass es spannend zu lesen ist. In gewisser Weise schon, ja. Also ich meine, es ist jetzt nicht mein erstes Buch über ihn und mit ihm habe ich vier gemacht. Ich glaube, das wird es nicht mehr geben. Und es ist insofern ein Vermächtnis auch, dass ich um die 100 Zeitzeugen befragen konnte, die zum Teil jetzt schon gar nicht mehr leben. Ja. Also es war allerhöchste Zeit, da nochmal auch diese Geschichte einzufangen. Und ja, es ist insofern ein Vermächtnis, weil es tatsächlich ein Kompendium seiner Lehre ist, ja, seiner Erfahrungen ist und weil es eine Jahrhundertbiografie erzählt, eine große deutsche Geschichte, die es so nicht mehr geben wird. Da gibt es sehr vieles. Also es ist zum Beispiel seine Kämpfernatur. Die hat mich immer begeistert, auch über politisch links sehr aktiv in meiner Jugendzeit. Ich habe gesehen, dass wenige überzeugte Menschen eigentlich sehr viel ausrichten können, wenn sie hinter einer Sache stehen und die gut vermitteln. Und Ratzinger ist jemand, der kann irgendwie auch nicht stillhalten, wenn er sieht, da läuft irgendwas falsch, da muss man etwas dazu sagen. Also er hat sich immer eingemischt. Ja. Das hat mich also sehr bewegt auch, ja, dass da einer da ist, der nicht einfach vor dem Zeitgeist kuscht. Ja. Und was ja viel bequemer ist. Ja. Also der Weg von Hans Küng war viel bequemer. Der hat überall den Applaus bekommen. Ratzinger hat überall die Schläge bekommen in den entsprechenden Medien. Ja. Und das fand ich toll, dass sich einer querstellt, nicht um der Opposition willen, sondern weil er sagt, nee, also da muss etwas richtiggestellt werden. Ob seine Überzeugung dann richtig ist oder nicht, das muss dann irgendwie jemand anderer wieder beurteilen. Und zum anderen hat mich sehr begeistert, dass da jemand ist, der tatsächlich das, was er denkt, auch sagt und das, was er sagt, auch versucht zu leben. Also Christentum zu leben, die Nachfolge Christi zu leben, wie es vom Evangelium gewissermaßen aufgetragen ist, jedenfalls sich darum zu bemühen, also bei all den menschlichen Schwachheiten, die man ja nicht einfach ablegt, wenn man gläubig ist. Und das gibt ihm diese Authentizität, also nimmt ihm das auch ab, was er sagt. Ja. Also, und das spürt man im Gegenüber. Und man spürt auch also seine Klugheit, dass das nicht irgendwelche nur Formeln sind. Bei vielen Kirchenleuten, auch Theologen, erlebt man das. Das ist eine Formelsprache, das ist nichts Eigenes. Bei Ratzinger ist das immer auch gefüllt mit dem eigenen Leben. Und ich habe ihn gefragt, wie beispielsweise mit Liebe. Ja? Er hat so viel über Liebe geschrieben. Das ist ja eigentlich mit auch sein Hauptthema. Das war auch seine erste Schrift als Student, war seine erste Enzyklika als Papst. Und da sagt er,
wenn man Liebessinn nicht selber erlebt hat, dann kann man über die auch nicht schreiben. Ja. Also solche Dinge machen für mich den Ratzinger aus, seine Bescheidenheit auch, wirklich seine Einfachheit. Da gibt es so schöne Geschichten wie, der hat ja nie irgendwie auf Luxuswert gelebt, er hat immer gelebt wie ein Mönch. Also die Lufthansa hat ihn einmal gebeten, er soll sich doch beim Fliegen einen anderen Koffer zulegen. Das wäre schon geschäftsschädigend, mit welchem alten Teil da immer rumläuft. Also er ist wirklich ein Mann einerseits des Denkens und ein Mann des Glaubens, des Gebetes auch. Ja, da gibt es natürlich einige. Ich glaube, das sind die Schwächen, die die Genies haben. Und zwar von Albert Einstein kennt man das auch. Der hat alles weggedrückt, was ihn irgendwie stört an dem, was er denkt, das ist mein Werk, das muss auf die Welt kommen. So ein Alltagskram, der hindert mich da nur. Also Ratzinger ist, glaube ich, ziemlich alltagsuntauglich. Sein ganzes Leben spielt sich aber auch so in Priesterseminaren ab und dann hat ihn seine Schwester betreut und gemanagt. Ja, später waren da Haushälterin da. Also er musste sich da nie irgendwie selber, glaube ich, einen Kaffee kochen oder irgend sowas. Und war da auch, wie ich weiß, also sehr umständlich. Das hat halt immer überfordert. Dann ist er jemand, der nicht Nein sagen kann. Ja? Ich meine, ich bin das beste Beispiel dafür. Er wollte zum Beispiel auch das Buch Letzte Gespräche nicht machen. Ja? Aber ich habe ihm dann gute Argumente auch gebracht und konnte dann auch nicht Nein sagen. Also deswegen war er chronisch überlastet. Er hat selbst als Kardinal hat er noch Firmungen angenommen. Wenn in Traunstein jemand ausgefallen ist, hat er das gemacht. Und er hat schon auch so eine Achillesferse. Es gibt in seinem Leben immer auch so Personen, das waren auch schon Assistenten in der Professorenzeit, also die können sich in gewisser Weise seiner ermächtigen, weil er sich oft, wenn einer so übergriffig wird, da kann er sich irgendwie schwer erwehren. Manche sagen, er kann sich gar nicht vorstellen, dass jemand anderer da schlecht wäre oder was Böses will und so weiter. Also das sind so neben seiner ja, Menschenkenntnis, die oft nicht so genial ist und auch seinem Hang, niemanden zu entlassen. Ja? Also das ist fast eine Treue, die natürlich bei Personalangelegenheiten als Papst dann nicht unbedingt so angebracht ist. Da muss man auch oft härter durchgreifen. Das hat man ihm dann sogar vorgeworfen. Am Anfang gesagt, er ist ja der harte Großinquisitär, dann hat er gesagt, er ist ja viel zu weich, er entlässt niemanden und so weiter. Also es gibt durchaus Schwächen, aber wir haben auch oft darüber gesprochen und er ist wirklich sehr selbstkritisch auch da drin. Gerade auch seine Fehler im Pontifikat, da gibt es nichts, wo er irgendwie dann sagt, nee, also das sehe ich ganz anders. Im Gegenteil, er tut sogar Fehler sich aneignen, die andere gemacht haben. Ja, das war wirklich eine nette Geschichte. Auf Reisen bringt man ja seinen Kindern immer was mit und da hatte ich ja keine Zeit, irgendwas zu kaufen. Am Flughafen wollte ich auch nichts. Dann haben wir gedacht, ach, das wäre doch eine schöne Idee, wenn da war er ja Papst, aber wenn er was auf dem Anrufbeantworter für meine Söhne sagt, ja, anfangs haben wir gedacht, das ist ja wirklich despektierlich, das macht man nicht, das ist also verletzt auch die Würde dieses Menschen, aber dann habe ich mich doch getraut und er hat also keine Sekunde überlegt, ja, machen wir und habe ihm dann mein Aufnahmegerät habe ich sowieso dabei gehalten und dann hat er das jeweils aufgesprochen, ja, und also das ist wirklich schon großartig. Ja, also hier ist der Anrufbeantworter von Paul und Jakob Seewald und sprechen Sie bitte eine Nachricht nach dem Piepst und alles Gute, so ja. Ja, ich habe mir es gerade gestern also nochmal angehört und es ist sensationell.
Ja, natürlich kann ich verstehen, dass da viele überrascht waren, die meisten schockiert, ja, also gerade seine Anhänger, ja. Ich war auch überrascht, obwohl ich damals das Interview geführt habe und er zu mir sagte, also man kann als Papst zurücktreten, wenn man da körperlich und seelisch oder geistig nicht mehr fähig ist, das Amt auszuüben. Aber ich meine, das eine ist gewissermaßen fast eine theoretische Erwägung und das andere ist das praktische Tun. Und ich glaube auch, dass das mit an der Fehleinschätzung von Ratzinger liegt, dass man es nicht so für bare Münze genommen hat und dann so überrascht war. Ich meine, das Kirchenrecht gibt diese Möglichkeit. Vorgängerpäpste, auch Johannes Paul II., haben sich damit beschäftigt, haben im Übrigen auch Testamente beziehungsweise Rücktrittserklärungen verfasst, also Pius XII. Zum Beispiel für den Fall, dass er von den Nazis gefangen genommen wird. Auch Ratzinger hatte ganz früh im Amt schon so eine Erklärung verfasst, wenn er gewissermaßen dement wird und solche Dinge, dass er für diesen Fall schon vorsorglich den Rücktritt einreicht. Aber als es dann soweit war, vor allem auch in dem Umfeld, gerade in Deutschland, Rosenmontag, also man ist alles andere als auf solche schockierenden Nachrichten gefasst, ja, die es noch nie gegeben hat. Und tatsächlich ist Ratzinger wirklich der erste regierende Papst, der überhaupt ja zurückgetreten ist. Dieser Zölestin V., der hat ja gewissermaßen nicht regiert, der ist ins Amt quasi hineingetrieben worden und nach 6 Monaten oder was war wieder Schluss. Ja, also. Man hat es auch verbunden mit einer gewissen Entmystifizierung des Amtes. Also ein Papst ist kein Generalsekretär, ist kein Manager, der irgendwie einfach dann aus Altersgründen zurücktritt. Es gibt ja auch keine Altersbeschränkung, sondern der bleibt im Amt, bis ihn Gott gewissermaßen abruft. Sein oberster Boss hat darüber das Kommando. Und deswegen waren viele so verstört. Wie gesagt, das verstehe ich. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich an der Zeit, so ein Schritt, der möglich ist, der auch immer gedacht worden ist, auch in der Praxis mal umzusetzen, wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin erschöpft. Und das hat jeder sehen können. Ratzinger hat sich völlig verausgabt, er war fertig, er war körperlich schon gehandicapt. Ich meine, er war komplett blind auf einem Auge. Ja. Er hatte einen Herzschrittmacher, er hat Medikamente gebraucht, ja. Er hat vor allen Dingen auch gesehen, dass der Weltjugendtag wieder ansteht. Da hat er also sein Arzt hat ihm gesagt, das wird er nicht mehr schaffen dahin. Und das war für den Zeitpunkt seines Rücktritts das Entscheidende. Er sagt, also er selber hatte diese Chance mit dem Weltjugendtag, mit der Begeisterung so vieler Jugendliche da gewissermaßen ins Amt nochmal mit hineingeschoben zu werden. Und diese Erfahrung, die wollte er auch seinem Nachfolger gewissermaßen gönnen, weil er gesehen hat, das ist was Großartiges. Ich schaffe es nicht mehr, war für ihn klar, also muss ich zu einem Zeitpunkt zurücktreten, wo mein Nachfolger das möglich machen kann. Und wie schon gesagt, also die Kirche hat sich verändert. Früher sind die Päpste auch gar nicht gereist. Ja. Die ist heute so, wir erleben zwar im Westen einen Niedergang, aber weltweit ist die katholische Kirche so groß wie noch nie zuvor, ja, mit Aufgaben auch, die sie so noch nicht hatte, auch für einen Papst. Also von daher war es einerseits wirklich pragmatisch zu sagen, da muss jetzt eine frische Kraft her und zum anderen, Ratzinger ist nicht jemand, der sowas aus der hohlen Hand heraus macht. Ja. Also er hat sich monatelang auch gequält mit diesem Schritt, er wusste, was er damit ins Rollen bringt, ja, was damit verbunden ist, auch für die Zukunft. Und solche Dinge, die wägt er einerseits total rational ab, in allen Folgeschritten, die möglich sind. Und ich habe ihn gefragt, hat er alles bedacht? Und er sagt da wirklich ganz bewusst, ich habe alles bedacht. Ich kann mir es zwar gar nicht vorstellen, aber es war offensichtlich so. Und zum anderen, neben dem Rationalen nimmt er solche Dinge immer mit ins Gebet. Er meditiert darüber. Also er spricht gewissermaßen mit Christus, den er ja auf Erden vertreten soll, darüber. Und erst wenn diese beiden Stränge übereinkommen und er sieht, es ist richtig, es ist klar, und dann macht er es. Wir haben uns ja im letzten Gespräch darüber unterhalten. Er hat ja gesagt, also für Johannes Paul II. War das richtig. Ja?
war ein ganz anderes Charisma. Er ist nicht derselbe Typus. Und man kann sowas nicht unbedingt wiederholen. Ja? Also wenn wir uns erinnern, was war für eine Aufregung. Man hat gesagt, Johannes Paul II., der muss doch zurücktreten. Das ist doch nicht mehr anziehbar, dass man den alten Papst, der irgendwie dem Speichel aus dem Mundwinkel läuft, der nicht mehr reden kann, ans Fenster schiebt da und dann ist er da und kann gar nicht mehr segnen, ist völlig verzweifelt und so weiter. Also viele haben den Rücktritt gefordert, ständig in den Medien. Aber bei ihm hat sich gezeigt, es war, dieser Leidensweg war gewissermaßen noch notwendig. Der war etwas, was auch irgendwie sehr viel bewegt hat, etwas verändert hat, ja, mit den Papa-Boys und Girls, die Millionen begeisterter Jugendlichen. Ja. Aber ja, es war halt auch so, dass natürlich Johannes Paul II. Am Ende nicht mehr selber regiert hat. Also das eröffnet natürlich, bringt ein Vakuum dann für Kräfte, die eigentlich da gar nichts verloren haben. Ja. Und es hat natürlich Ratzinger aus nächster Nähe auch beobachten können und gesagt, das will er nicht. Nein, definitiv nicht. Ja, ich bin auch froh, das jetzt so abschließen zu können. Ich meine, es ist einerseits schon eine schöne Herausforderung, auch eine gewisse Gnade, und dass man sowas machen kann, aber es ist schon auch eine schwere Bürde, und ich hätte nie gedacht, dass dieser Weg so lang dauern würde, wo ich also wirklich viel, jeden Tag fast, oder mit Ratzinger aufwache gewissermaßen und mit dem letzten Gedanken ins Bett gehe, weil halt immer was zu tun ist. Also von daher ist jetzt auch ein schönes Schlusskapitel gezogen worden.